eigentlich das Digitale an digitalen Medien? Also, warum, was macht ein Medium eigentlich digital? Und um das zu erklären, möchte ich noch einen Schritt zurück machen, nämlich zunächst einmal einen etwas älteren Begriff anschauen, der inzwischen in der Literatur gar nicht mehr so häufig auftaucht, nämlich den Begriff des neuen Mediums, der darauf hindeutet, dass es irgendwas neu sein muss an dem, was wir davor noch einfach als Medien bezeichnet haben. Das heißt also, wir haben Medien, neue Medien, digitale Medien. Fangen wir erst bei den Medien an. Also, wenn ich da an Medien denke, dann denke ich an etwas wie ein Buch, an eine Zeitschrift, vielleicht auch an Fernsehen oder auch Radio. Medien, die unidirektional sind. Das heißt also von wenigen für viele gemacht werden. Das heißt also, ein Autor schreibt ein Buch oder schreibt einen Artikel in einer Zeitung und viele, die diese Zeitung abonniert haben, zum Beispiel, lesen diesen Artikel oder kaufen das Buch. Gleiches gilt für eine Fernsehsendung. Einige denken sich diese Fernsehsendung aus, produzieren sie und ganz viele schauen sich die Sendung an. Und mit dem neuen Medium wollte man darauf hinweisen, dass sich an dieser Unidirektionalität etwas geändert hat, an dieser Kommunikationsrichtung, das heißt wenige für viele. Und zwar nämlich, dass Medien zunehmend zu Kommunikationsmedien geworden sind. Das heißt also, man gerade neue Medien dann auch dazu nicht nur verwenden konnte, viele zu erreichen, sondern sie benutzen konnte, um zu kommunizieren. Da waren jetzt wiederum gemeint E-Mail, SMS zum Beispiel, insgesamt Messaging-Dienste und Ähnliches. Aber auch noch ein bisschen mehr. Nur sozusagen der wesentliche Schritt vom Medium zum neuen Medium war die Kommunikationsmöglichkeit, war, könnte man anders sagen, auch der Rückkanal. Dass eben nicht nur von einer Seite zur anderen Seite, also von der Senderseite zur Empfängerseite, sondern eben, dass Sender und Empfänger gleichermaßen kommunizieren konnten. Dass ein Dialog entstehen konnte. Okay, soweit vom Medium zum neuen Medium. Aber was macht jetzt ein Medium überhaupt digital? Denn das war ja ein Begriff, der erst nach dem Begriff des neuen Mediums kam. Also von neuen Medien spricht man heute kaum noch in der Literatur. Man spricht im Wesentlichen von digitalen Medien. Aber es muss ja irgendwas, was bedeutet es, dass jetzt Medien digital sind? Und da ist zunächst mal interessant, nämlich sich anzuschauen, was heißt überhaupt digital? Und digital in Unterscheidung zu analog heißt, dass Signale nicht mehr entsprechend analog verarbeitet werden, sondern in einer binären Form. Und das Digitale, das Binäre, kennt tatsächlich nur zwei Schaltzustände, nämlich Spannung liegt an, 1, oder Spannung liegt nicht an, 0. Und aus diesen beiden Stadien wird jegliches Signal rekonstruiert. Hört sich jetzt erstmal kompliziert an, hat aber große Vorteile. Nämlich, egal ob es sich um ein Audio, ob es sich um ein Video, ob es sich um ein Ton- oder Bilddokument handelt, oder auch sonstige Daten, alle werden in einer einheitlichen Form gespeichert. Und das macht nicht nur die Speicherung einfacher, sondern das macht zum Beispiel, das ermöglicht auch etwas, was die Kommunikationswissenschaftler und Medienwissenschaftler Konvergenz nennen und was wir heute ganz selbstverständlich kennen, nämlich das Zusammenspielen von Medienfunktionen in einem Gerät. Man muss da nur zum Beispiel an ein Smartphone denken.
Mit einem Smartphone kann man natürlich nicht nur Nachrichten austauschen, telefonieren, sondern man kann damit auch Fotos machen, Tondokumente aufnehmen, Videos, diese entsprechend natürlich auch abspielen und so weiter und so weiter. Und das hat was damit zu tun, dass alle eine gemeinsame Basis haben, nämlich diese am Ende Einsen und Nullen. Also Spannung liegt an, Spannung liegt nicht an. Und das ist schon mal ein wesentlicher Aspekt des digitalen Mediums, dass ich sozusagen eine gemeinsame Basis habe, die ich entsprechend universell speichern kann und die trotzdem aber dann unterschiedliche Medienfunktionen, die früher immer ein einzelnes Gerät brauchten. Wenn Sie überlegen, also zum Beispiel, um ein Video aufzunehmen, brauchte man eine Videokamera oder eine Filmkamera. Um ein Foto zu machen, brauchte man eine Fotokamera. Und um diese zum Beispiel zu entwickeln, ein Fotolabor und so weiter und so weiter. Um einen Ton aufzunehmen, brauchte man wiederum ein ganz anderes Gerät, ein Tonbandgerät oder und um es abzuspielen, Sie wissen, was ich meine. Das heißt also, diese gemeinsame Basis, dieses Unidirektionale ermöglicht eben, dass Medienfunktionen konvergieren, also in einem Gerät zusammenkommen können. Aber es gibt noch mehr, was das Digitale auszeichnet, und da ist zum Beispiel die Vernetzung. Heute ist es für uns ganz selbstverständlich, dass alle technischen Geräte irgendwie technisch miteinander vernetzt sind. Wir denken ebenfalls wieder an die Smartphones, an Tablets, an Computer sowieso. Und diese technische Vernetzung ermöglicht etwas, was ich soziale Vernetzung nenne. Das heißt also, ermöglicht, dass nicht nur die Geräte untereinander kommunizieren können, sondern dass auch wir miteinander kommunizieren können. Und das ermöglichte Social Media. Das heißt also, die Verbindung nicht nur von Technik, sondern in dem Moment auch Menschen. Und damit auch eine nicht ganz unwesentliche Änderung unserer gesellschaftlichen Praxis. Denn bis vor kurzem war es immer so gewesen, dass man sich mit den Menschen austauschte, mit denen man irgendwie in räumlicher Nähe zusammenkam. Also mit der Nachbarin, mit dem Nachbarn oder mit den Klassenkameradinnen und Klassenkameraden. Und Social Media und die soziale Vernetzung, damit sozusagen auch digitale Medien, veränderten das und lösten in dem Moment diese traditionellen Raumbezüge auf, indem sie zum Beispiel dann ermöglichten, dass man sich nicht nur raumbezogen vernetzt, sondern interessenbezogen, themenbezogen in stärkerer Weise. Also nicht mehr nur mit der Klassenkameradin oder dem Klassenkameraden, dem Kommilitonen austauscht, sondern denjenigen, der sich gerade zufällig für das gleiche Thema interessiert, wie ich mich interessiere. Und dass das nochmal eine eigene Bedeutung für das gesellschaftliche Zusammenleben hat, ist irgendwie offensichtlich. Das heißt also, das digitale, sozusagen das digitale Prinzipien, die in den digitalen Medien stecken, letzten Endes auch unsere Welt verändern, wie wir sie kennen. Und das steckt eben alles in dieser Unterscheidung zwischen dem Medium, zwischen dem neuen Medium, das dann Kommunikationsmöglichkeiten ermöglichte, und dem digitalen Medium. Und unter diesen digitalen Prämissen gibt es natürlich noch einige, aber für dieses kurze Video wollte ich erstmal so die wesentlichen nennen. Und das wären eben die universelle Speicherbarkeit auf der einen Seite und die Vernetzung auf der anderen. Und in weiteren Videos erzähle ich dann noch ein bisschen mehr dazu.